Die Länderspielpause ist vorbei, Samstagnachmittag und endlich wieder Fußball an der alten Försterei. Der VfL Wolfsburg ist zu Gast. Wir gehen in die 11. Minute. Der VfL Wolfsburg über die rechte Seite mit Luke Bacchio. Der auf den Babu, Flanke auf den zweiten Pfosten, ist Metscher, aber Knoche auf der Linie. Und die Wölfe machten weiter. Wir sind in der 25. Minute. Da setzt sich Metscher durch gegen Knoche. Und dann kommt der Ball in die Mitte und da ist Luke Bacchio an dem Pfosten. Union mit richtig viel Glück. Und so geht's mit einem 0:0 in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel geht's über die rechte Seite. Kruse setzt Haraguchi in Szene und der wiederum Taiwo Awoniyi. 1:0, 49. Minute. Das 6. Saisontor für den frisch gebackenen nigerianischen Nationalspieler. Was hat dieser Mann einen Lauf? Und Wolfsburg kam, brachte Welchhorst, brachte Baku, der mit der Flanke auf Welchhorst, der zum ersten, zum zweiten, zweimal aber ganz stark von Andreas Lute, das zweite Mal im Sitzen mit der starken Parade. Und Union setzte auf Konter, Awoniyi setzt aber nach gegen Roussillon, legt den Ball dann wiederum zurück auf Vogelsammer, der sieht am zweiten Pfosten den ebenfalls eingewechselten Geraldo Becker und der Ball ist drin. 2:0, die Entscheidung. Sein letztes Tor erzielte er im Januar in der Bundesliga, ebenfalls gegen den VfL Wolfsburg. Aufgrund von Wille und Kampfgeist gewinnt Union am Ende verdient mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. Herr Robin, herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg, aber ich muss dich erstmal kritisieren, also die gelbe Karte, den Zweikampf darfst du so nicht verlieren. Ich würde sagen, die gelben Karten, die wir generell heute genommen haben, waren sehr, sehr clever gewählt und ja, im Endeffekt geht es nicht darum, wie schön du spielst oder ja, generell eigentlich, dass du das Spiel gewinnst und ob das jetzt effektiv war, dreckig war, ist uns im Endeffekt scheißegal, wir nehmen alles mit. Sehe ich auch so, wie würdest du das Spiel einschätzen? Ich sag mal so, der Pfostentreffer von Wolfsburg in der ersten Halbzeit, können wir uns vielleicht nicht beschweren, dass wir mit dem Rückstand vielleicht doch in die Halbzeit gehen müssen? Ja, ich glaube, da waren wir ein bisschen unaufmerksam. Weiß nicht, ob es vielleicht abpfeifen kann im Nachhinein. Ja, darf ich den ersten Zweikampf nicht verlieren und ja, dann stehen wir auch generell nicht gut von der Absicherung und ich glaube, können wir schon ein bisschen von Glück reden, dass wir da nicht das 0-1 bekommen haben. Dann kippt das Spiel vielleicht anders, aber ja, im Endeffekt ruhig geblieben, ja, in die zweite Halbzeit gut reingestartet, effektiv gewesen und dann muss man sagen, sehr, sehr clever auch runtergespielt. Wie geht's dir? Hast du ein bisschen was abbekommen heute? Ja, ein bisschen, aber es geht gut. Mit den 3 Punkten ist alles in Ordnung heute, da nehme ich das gerne in Kauf. Wie ist deine Einschätzung zum Spiel? Ich würde sagen, so ein bisschen 2 unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten oder generell ein chancenarmes Spiel, würde ich sagen. Ich glaube, auf beiden Seiten wenig Torraum sehen, aber ein sehr intensives, kampfbetontes Spiel. Und ja, wir haben das Ding auf unsere Seite gezogen, von dem her verdient die 3 Punkte hier gelassen. Der VfL Wolfsburg war eine von 2 Mannschaften, gegen die wir noch nicht in der Bundesliga gewonnen haben. Warum war es heute ziemlich schwierig, gegen die Mannschaft wieder zu spielen? Weil sie eine sehr gute, organisierte Mannschaft ist, die über eine hohe individuelle Qualität verfügt und dann auch noch einfach die Klasse hat, schnell umzuschalten, gut zu verteidigen mit ihren Hühnern hinten drin. Aber ich glaube, wir hatten wenige Lösungen und die haben wir auch effizient genutzt.